L und ein P, das sei die Sprache über dem Alphabet A, B. So, das gilt, W ist gleich WR. Reverses. Wenn wir W gleich WR haben, dann ist das die Sprache der Palindrome, also Worte, die wir von vorne lesen können wie von hinten. Dafür möchten wir jetzt gerne einen Pushdown-Automaten konstruieren. Und zwar einen Pushdown-Automaten, der über leeren Keller akzeptiert. Den wollen wir jetzt mal irgendwie entwickeln. Wenn wir ein Palindrom haben, nehmen wir dieses Anna. Wir laufen sozusagen die Eingabe von links nach rechts durch. Ja, dass wir im Laufe der Rechnung sagen, okay, wenn wir jetzt beispielsweise hier sind, rein zufällig, an dieser Stelle, wenn wir hier feststellen, sagen, okay, das, was wir bisher gemacht haben, das sei mal der erste Teil des Palindroms. Das, was wir am Anfang lesen, werden wir auf den Stack schreiben. Und dann werden wir irgendwie sagen, okay, ab jetzt lesen wir sozusagen wieder rückwärts. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, das wird sozusagen wieder vom Stack runtergeholt. Das ganze Ding hier oben ist ein nicht-deterministisches Konzept. Bei einem nicht-deterministischen Automaten ist die Idee auch der Rät einfach. Und jetzt sagen wir mal so, der Rät hier unten auch, der Rät zumindest jetzt hier für die Theorie immer richtig. Und die Idee wird sein, dass wir sagen, irgendwann raten wir, wann wohl die Wortmitte erreicht ist. Und den Teil, den wir bis dahin lesen, schreiben wir auf den Stack drauf. Und ab dann schreiben wir ihn runter. Wir würden einen Stack aufbauen. Irgendwie unten steht Z0. Wir lesen das A. Dann lesen wir das N. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt bauen wir wieder ab. Dann lesen wir wieder ein N. Und dann müssen wir sozusagen hier das identische Zeichen finden. Das bauen wir wieder ab. Lesen das abschließende A. Ja, und erkennen dann, oh, jetzt sind wir durch, hier sind wir durch und können dann im Prinzip akzeptieren. Also das ist im Prinzip die Grundidee dieses Automaten. Das leere Wort ist enthalten in dieser Sprache. Auch für Epsilon gilt, dass Epsilon gleich Epsilon hoch R ist. Und generell gilt für jedes Palindrom, also für alle Worte, W ist genau dann W hoch R, wenn gilt, dass W irgendwie die Form hat, W ist gleich, es gibt irgendwie ein X, dann gibt es Y und X hoch R. Und Y ist entweder leer, dann haben wir ein Wort mit gerader Wortlänge. Oder es kann auch A oder B sein. Ja, auch das Wort beispielsweise an, ist auch ein Palindrom. Wenn wir eine ungerade Wortlänge haben, ja, dann ist die Wortmitte genau hier dieser Buchstabe. Bei gerader Wortlänge ist die Wortmitte genau zwischen zwei Buchstaben. Allgemein gilt, ein Wort ist ein Palindrom genau dann, wenn es sozusagen aus diesen beiden Teilen besteht. X ist A, B aus Stern. Und dann kann auch entweder das leere Wort, dann haben wir gerade Wortlänge, oder es ist A oder B, dann haben wir ungerade Wortlänge. So, das wollen wir jetzt irgendwie in Automaten überführen. In dem Zustand Q0 sind wir in der ersten Hälfte des Wortes. Ja, und dann brauchen wir da gleich noch einen Zustand Q1. Ja, das ist der Zustand, mit dem wir sozusagen den Stack aufbauen bis zur Wortmitte. Und dann gehen wir irgendwann über in den zweiten Zustand Q1, aus dem wir den Stack wieder abbauen. Und wenn wir beispielsweise lesen AZ0, dann schreiben wir ein A auf den Stack. Das gleiche mache ich mit B auch. BZ0 schreibe ich ein B auf den Stack. Wir löschen ja immer das oberste Stackzeichen, was wir lesen. Das muss ich, darf ich aber nicht ganz wegwerfen. Ich muss es mir enthalten. Darum schreibe ich in diesem Fall A auf der Eingabe, A auf dem Stack, schreibe ich wieder 2 A auf dem Stack drauf. Das heißt, auf den Stack wird ein zusätzliches großes A gepackt. Und der Fall, dass wir ein B lesen, sieht halt so aus, dass wir, das schreibe ich wieder mit drauf, kommt also dann ein zusätzliches A auf den Stack und das gleiche hier unten auch umgekehrt. B und ein A schreibt ein B und ein A und ein B und ein B schreibt ein B, B. So, also in diesem Zustand schreibe ich den ersten Teil des Wortes ja bis zur Mitte auf den Stack drauf. Ja, ich verwende ein eigenes Bandalphabet oder Stackalphabet, Großbuchstaben, dann rate ich sozusagen, indeterminiert. Ich mache nichts auf der Eingabe und ich habe ein großes A auf dem Stack. Das lasse ich unverändert auf dem Stack. Also den Stack lasse ich unverändert. Das gleiche mache ich, wenn ich ein A lese. Also wenn ich ein Wort mit ungerader Wortlänge habe, dann muss ich ja dieses mittlere Zeichen, das muss ich irgendwie überlesen. Da ist egal, was da kommt. Diese Regeln hier, die sind dafür da, dass ich das mittlere Zeichen, dass ich das einfach überlese. Ich lese das, weil ich muss immer ein Zeichen vom Stack lesen. Und egal, was da jetzt steht, A, B, das Zeichen erhalte ich, denn das, was auf dem Stack steht, das kommt ja sozusagen von dem ersten Teil des Wortes. Hiermit überlese ich jetzt sozusagen das Mittelstück, hier mit den Regeln hier unten. Wenn es eine gerade Wortlänge ist, lese ich von der Eingabe gar nichts, lasse den Stack aber auch unverändert. Und ich muss noch die Regel dazu fügen, wenn das Wort nämlich leer ist, ja, dann steht auf dem Stack noch das Z0 und das Z0, das kann ich löschen. Dann habe ich einen leeren Keller. So, dann hier ist der Keller leer und ansonsten räume ich hier jetzt den Keller auf, indem ich einfach sage, so hier das A, was ich auf der Eingabe lese und was ich vom Stack lese, ja, dann haben wir sozusagen genau die umgekehrte Wortreihenfolge, lösche ich und das mache ich mit B genauso. So, und was passiert am Ende, wenn wir jetzt hier mal durchgehen? Nehmen wir mal dieses Wort hier, A, B,
A, B, A. Was passiert? Dann hätten wir als Stack, fangen wir an mit Z0. Wir lesen das A, Z0, da habe ich schon gleich runtergelöscht. Das ist auch okay. Dann habe ich hier das A stehen. Bin an dieser Stelle dann hier hingewandert. Dann lese ich ein B, habe das A. Das heißt, da kommt ein B oben drauf, laufen hier hin. So, wir sind ja jetzt irgendwie schlau, wir raten jetzt richtig. Jetzt haben wir ein A und ein B. Das ist das hier unten. Das B lassen wir stehen, gehen einen Schritt weiter. Jetzt lesen wir das B, lesen hier ein B, räumen wir jetzt mit dieser Regel auf. Das heißt, das kommt weg, gehen hier rüber, haben ein A und ein A. Das ist diese Regel hier oben. Auch das löschen wir. Stack ist leer, Eingabe vollständig verarbeitet und wir können per leeren Keller akzeptieren. Ja, wir bauen erst auf und bauen dann hier mit dem zweiten Zustand wieder ab.